Hallo und herzlich willkommen zu diesem Valorant Patch Notes Rundown, heute von dem Patch 1.0.2. Die wichtigste Änderung vom Patch ist natürlich der Ranked-Modus, der endlich kommt. Der wird zwar im Patch drin sein, muss dann aber noch aktiviert werden. Das bedeutet also, dass er vielleicht nicht direkt da ist, wenn der Patch heute Nacht kommt, sondern dann erst später, zum Beispiel Mittwoch oder auch erst Donnerstag, dann aktiviert wird. Es kommt einfach ein bisschen drauf an, wie rund alles nach dem Patch läuft. Und dann gehe ich jetzt mal die wichtigsten Agentenänderungen durch. Und zwar wurde Viper gebufft. Ihr Toxinschirm, also die E-Fähigkeit, wurde stärker gemacht. Und zwar ist es jetzt so, dass die E leichter zu verwenden sein wird. Sie brennt sich nämlich jetzt durch Wände durch und wird nicht mehr so oft von kleinen Objekten aufgehalten. Und auch ihre C-Fähigkeit, Kontamination, wurde verändert. Und zwar ist es jetzt so, dass Spieler, die durch die C durchlaufen, zusätzlich verletzlich gemacht werden. Das heißt, sie bekommen vom zusätzlichen Schaden, also wenn ihr auf sie schießt zum Beispiel, oder eine Fähigkeit oder so, wird den Gegner deutlich höheren Schaden machen. Und hiermit sollen einfach Gegner mehr bestraft werden, die einfach durch Vipers Fähigkeiten durchgehen wollen. Die Smoke von Viper wurde tatsächlich ein bisschen genervt, und zwar wurde die Abklingzeit von 0,5 auf 0,6 Sekunden erhöht. Und das finde ich auch relativ sinnvoll, weil es gibt ja ziemlich viele starke Viper One-Way Smokes. Und wenn man da halt gute Spots hat und die dann so oft spammen kann, war das ein bisschen zu stark. Okay, als nächstes kommen wir zu Jett. Und zwar wurde ihre Ulti ein bisschen gebufft. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn ihr mit der Jett-Ulti Klingensturm einen Phoenix killt, der auch gerade in seiner Ultimate ist, dass dann der Klingensturm zurückgesetzt wird, also wieder die volle Anzahl von Messern hat. Der Einfluss von der Phoenix-Ult hat auch bei Rayna was geändert. Und zwar ist es jetzt so, dass Seelenkugeln droppen, wenn man Phoenix-Ult killt. Die nächste wichtige Änderung in dem Patch betrifft das Gameplay. Und zwar ist es jetzt so, dass der Verlangsamungseffekt von Kugeln genervt wurde. Das bedeutet also, der Effekt, den ihr bekommt, wenn ihr angeschossen werdet und danach langsamer laufen könnt. Und über die Änderung bin ich wirklich froh, weil ich denke mal, das kennen die meisten, das ist einfach extrem nervig, wenn man in Deckung gehen will, aber es nicht hinschafft, weil man so unfassbar langsam ist. Und zwar wurde das Ganze um 10% reduziert. Und ansonsten wurde auch noch die Bucky angepasst, und zwar ist es bei der jetzt so, dass der Rechtsklick, also der genauere Schuss, während der Bewegung ungenauer ist. Vor dem Patch war es nämlich so, dass man während dem Laufen damit viel zu genau schießen konnte, und das war auf jeden Fall zu OP. Und außerdem wurde an den Karten einiges verändert, und zwar ist hier das Wichtigste meiner Meinung nach, dass es jetzt deutlich weniger Ecken gibt, die man checken muss, weil in vielen Ecken jetzt Objekte platziert wurden, dass man sich da nicht mehr so einfach verstecken kann. Und ich denke, das wird auf jeden Fall einen sehr positiven Einfluss aufs Gameplay haben, weil es einfach ziemlich anstrengend ist, hinter jeder Ecke checken zu müssen, ob da ein Gegner ist. Und außerdem wurde noch der höchste Rang umbenannt, und zwar heißt er jetzt Radiant statt Valorant, was meiner Meinung nach auch eine gute Änderung ist, weil man vorher ja manchmal nicht gecheckt hat, ob man mit Valorant jetzt das Spiel meint oder den Rang. Und das war es auch schon für dieses Patchnote-Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gern ein Like da lassen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gern machen, falls euch Valorant interessiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.